gleich. Okay, gut. Oh. Penis! Was weiter? Dann bräuchte ich einmal von dir, wer bist du? Hä? Ich bin Roman von den Lochis. Ich bin der Jan von Gewitter im Kopf. Ich komme aus Bonn. Das wäre die nächste Frage gewesen. Ach, wo kommst du? Ich komme aus Bonn. Okay. Ich war sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Dann habe ich noch einen Nebenjob als Sekretär. Und ansonsten halt bewege ich mich sehr viel draußen und verbringe sehr viel Zeit mit Freunden. Was machst du denn? Ah, Koksen! Koks und Nutten! Was machst du gerne abends? Saufen! Na. Abends bin ich auch sehr gerne draußen, da setzen wir uns dann sehr gerne rein. Oder ich gehe auch sehr gerne auswärts essen mal. Ja, und auch dann bin ich immer noch mit dem Fahrrad unterwegs. Hast du irgendeine Freizeitbeschäftigung? Die das ist das alle, die für Wodka essen. Ha! Hast du eine Freizeitbeschäftigung, die du nachgehst? Keine Ahnung, Sport oder irgendwie? Die hier. Das war mal so ein bisschen mehr davor. Alles gut, alles gut. Das kommt jetzt auf die Patientenbilder nicht an. Ja, also hast du irgendeine... Oh Gott, ich hatte noch nie so ein lustiges Interview. Okay. Hast du irgendeine Freizeitbeschäftigung? Ich bin hobbylos. Ich befasse mich tatsächlich sehr gerne mit Politik und parallel zum Fahrradfahren mache ich auch sehr gerne Wassersport. Und das Lebertraining! Okay. Also als Hobbys, das mache ich auch sehr gerne draußen, wie zum Beispiel Schwimmen, Fahrradfahren, mich mit Zeitgeschichte auseinandersetzen. Oder halt auch so Trends im Internet. Also seitdem wir selbst bei YouTube Fick dich! Bei YouTube aktiver sind, gehe ich der ganzen Sache, was andere so für Videos machen, auch viel intensiver nach. Und ja, ich verbringe meine Freizeit sehr gerne mit Freunden. Okay. Dann. Und dabei bin ich besoffen. Was würdest du denn gerne mal ausprobieren? Ah nein! Ha, das kenne ich schon. Ja, was würde ich gerne mal ausprobieren? Ich probiere eigentlich alles aus. Ja, alles klar. Ich würde zum Beispiel sehr gerne nochmal tauchen gehen. Autofahren würde mich auch mal interessieren, das darf ich ja leider beides nicht machen. Und Flugzeuge fliegen jetzt nicht so sehr. Das wird mir, glaube ich, kein gutes Ende nehmen und beim Autofahren auch nicht. Ich würde gerne mal nach Grönland verreisen. Okay. Und dann, okay. Dann, wann hörst du Musik und was machst du dabei? Fünf gegen den Willi. Ich höre sehr viel Musik, vor allem wenn ich draußen unterwegs bin. Und dabei kann ich sehr gut runterkommen. Das heißt, ich habe dann währenddessen nicht so viele Ticks wie jetzt zum Beispiel gerade, warum auch immer. Und das ist halt immer unterschiedlich. Und wenn ich Musik höre und mich darauf konzentriere, dann führt es dazu, dass meine Ticks stark nachlassen. Okay, cool. Dann bräuchte ich nochmal auch von dir so eine Station-ID. Hi. Hast du eigentlich schon mal irgendwas Unangenehmes in den Mund genommen? Hast du da wirklich... Also ich habe... Das war jetzt mal eine spontane Frage. Wir waren, als wir in Berlin waren, habe ich im Restaurant mal eine Orchidee abgebissen und die gegessen. Oh. Aber man muss dazu sagen, das war kein Tick. Das war wirklich kein Tick. Okay, jetzt ging ich noch bekloppter. Ja, Tims Ohr habe ich schon mal in den Mund genommen. Ein paar mehrere Male schon. Also Leute anlecken häufiger mal. Schmecken die denn anders? Ja, ist unterschiedlich. Okay. Die Ohren von meiner Katze auch schon. Und zum Beispiel, wenn ich an der Kasse Einkaufszettel kriege, die stecke ich mir ab und an auch in den Mund. Okay. Du hast schon Kronkorken auf dem Mund gehabt und rum. Und Pappe, hast du den Pappe gebissen? Stimmt, ja, ich habe Pappe, da beiß ich rein und wedel ich damit so rum wie so ein Hund, der so gerade ein Stöckchen gefangen hat. Und Kronkorken habe ich mir in den Mund gesteckt und darauf rumgekaut. Hey! Okay, dann bräuchte ich noch eine Station-ID. Okay! Hi, hier ist Jan von Gewitter im Kopf und gönne deine Musik bei YouTube live, du Arschloch!
Guten Morgen. Beweg deinen Arsch! Guten Morgen, hier ist Jan von Gewitter im Kopf und gönn dir deine Musik bei Tube Live. Darum kriegst du Ohrenkrebs. Okay.